Er schaut, Alter. Boah, du Ed, Alter. Du Ed, Digga. Ich will ja nicht stressen, aber ich bin da. Oh ja, ich komm mal rüber. Schläger kommt. Schläger kommt. Da ist er. Ah, oh, da ist auch schwarz. Ah. Oh, sei tot, natürlich. Ah. Oh. Ja, ich muss mich hier mal kurz ein bisschen. Hi! Ja, genau, mach sie einfach alle kalt. Ach, der ist schon kaputt. Boom. Ah. Und klatsch. Und Slow-Mo. So, wo ist meine Sichel? Ich will den Schläger haben. Der Schläger. Ja, hat, glaube ich, deine Frage beantwortet, oder? Warte mal, der da hinten nervt. Ich breche ihn zuerst die Arme. Irgendwie. Oh. Das Brechen kannst du sowas von vergessen. Ja, aber er brecht mir davon noch etwas. Woo! Und er ist. Oh, dort. Was machst du ohne mich eigentlich? Ich hab fliegen gelernt. Er hat mir Flugstunden beigebracht. So. Jetzt kann er nicht mehr ausstehen. Aber guck mal, das hat Leute aufgeregt. Ah, hallo! Fühle mich gleich schon viel sicherer. Alter! Ja, jetzt ersaufen sie ja sowieso. Brauchst du nur niederschlagen, die ersaufen sowieso. Ja! Ey, die würden aber echt elendig ersaufen, wenn du sie nur niederschlägst. What the hell is this? Lol. Guck mal, er kann schwimmen. Ich drück ihn in den Beckenrand. So, und jetzt? Bam. Ah. Alles ist auch schon tot, nice, okay. Wegen der einen müssen wir hier in die Richtung. Oh. Aber wo ist hier ein verfickter Energy Drink? Ah, das fragst du, ich habe glaube ich gerade. Ich bin schon wieder beim vorbeigelaufen. Da hinten ist schon wieder einer, auf diesem Tisch ist schon wieder einer. Und du fragst, wo es hier einen Energy Drink gibt? Oh ja. Kopf ab. Das ist wieder eine Toilette. Toilette. Ich geh mal nach links. Ich geh auf rechts. Nach rechts. Ja, ich geh aufs Darmklo. So. Aber die Musik, Alter, dass sie hier abrupt ändert, ey, das hat mich immer in Paras geschoben. Hörst du das? Ja, schon, wenn du das gerade ansprichst. Ich hab die Musik echt ein bisschen leise gerade eingestellt. Aber hier schiebst du Paras, Alter, wenn du die Musik hörst. Weil ich hab die Musik trotzdem leiser gemacht, sicherheitshalber, damit sie bei Let's Play dann nicht zu laut ist. Weil das Problem hatte ich auch schon. Ah, ja, aber ey, das ist abartig. Auf einmal hörst du so eine makabere Musik, ey, dann denkst du so, was zum Teufel? Jo, da hast du recht, ja. Leg dich hin! Just stay down. Dich fasse ich nicht an. Da kommt was. Warte. Kopf ab. Schön. Ball. Was ist da rein? Da müssen wir rein. Geh auf! So. Maggie. Maggie! Ich sag bevor. Bam, 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 bam! Ah! Lol. Ah, Hilfe! Ah! Alter, was ist mit ihnen? Spasti, Hurensohn, geh sterben! Luisi! Hey! Was redet die? Keine Ahnung, die hatten eine Meise, Alter. Boah, ich bin kurz vorm Verrecken. Echt? Ja! Oh mein Gott, was machst du? Weil dieser beschissene Hurensohn mich komplett runtergehauen hat. Da hinten gibt's eine Quest. Ah, und hier sind Zombies. Nice. Oh. Jetzt habe ich wenigstens keine rote Umrandung mehr. Boah, Schwein gehabt. Ah, stirb doch endlich. Das kann dir am besten, ne? Ah!
Eine Waffe geht kaputt. Och, meine auch. Meine hat nur noch so ein kleines, keine Ahnung, was man dazu sagen, doch sagen soll, oben. Ja, muss so, wechseln. Warte, muss noch irgendwas nehmen. Standardmäßiges Brecheisen. So. So ein Brecheisen sieht schon schön aus, ne? Warte mal, Map. Ah, da. Wie müssen wir? Du hast gerade erwähnt mit Map. Also da hinten gibt's ja noch eine Quest. Yep. Ah, die will ja, da will ja den Schlüssel, oder nicht? Mhm. Das ist schon auch geil. Du rennst da rein, triffst ihn und sagst, hey, hallo, kannst du mir bitte den Schlüssel finden? Tschüss. Weißt du, wie ich meine? Ja. Ohne irgendwas, such mir den Schlüssel und hau wieder ab. So, das war da, okay. Lol, Grafikbug. Eklig. Ah! Und sie sauft. Sie ertrinkt. Hier sind Brecheisen. Brecheisen? Okay. Jo. Kannst Gordon Freeman machen. Yay. Oh. Oh. Ich häng. Du bist ein hässlicher Zombie. Deswegen gehst du auch so lahmarschig. Ist das ein Schläger? Nein. Oh. Aua. Trägt ihn. Okay. Kopf ab. Ja, du hast gesagt, ich soll ihn treten, dann ist er gestorben. Ja. Ja. Hat Messer. Hat Messer. Ey, ey. So. Bist du denn für einer? Jo, wohin müssen wir? Ah, da hinten ist ein Zombie, der schaut an und da bin ich in. Ah. Ja, pfff. Voll. Ich wollte eigentlich sagen, folgt dem Anführer, aber ja. Ja? Hey, da ist gar kein Wasser rein. Ja, Kinder halt, ne? Was sollte das jetzt heißen? Ist ein Kinderbecken. Ja, schon, aber. Ja, Kinder dürfen nicht im Wasser planschen. Können da trinken. Kinder trinken. Ertrinken. So. Ja. Ah. Parkour-Style. Voll Parkour. Chat! Jedes Mal mach ich den Kopf ab. Ich hab's gesehen, ja. Ja, du bist. Parkour-Style. Ja, das wurde mal abgesperrt hier, ne? Als Sicherung, aber naja. Geh mal selber rein und überzeug dich. Lebst du? Also wenn das meine Darm... Okay. Wenn das nicht meine Darmtoilette mit Menstruationsproblem ist. Okay, ich lass dich mal da reingehen. Ich warte dann. Ja, ich trinke vorher noch einen. So, Glück, Glück. Ich nehme das hier. Ja? Soll ich da eigentlich nicht jemand rein? Eigentlich sollte er hier drin sein. Ein Schläger sollte da rein sein. Oh, scheint aber nicht so. Ja. Ich glaube, der ist weg. Oder habe ich da was übersehen? Ach so, ja, genau. Was? Man muss hier hoch. Aber erstmal trete ich den rüber. Muss das sein? Tot. Tot. Ey, hier, hier würde genug Energy Drinks rumliegen, hätte ich nicht alle getrunken. Da liegt noch einer auf dem Tisch. Oder hast du Leben schon wieder voll, oder? Ja, geht ein bisschen. Aber jetzt müssen wir runter. Jetzt. Jetzt. Jetzt ist. Und wenn er jetzt unten steht, dann ist es ein schlechter Skript. Tada! Töte den Schlüsselbesitzer. Oh. Tut mir leid. Ich hab einen Arm verloren. Ja, ja. Was hast du da? Ich schlage ihn mit einem Brecheisen nieder. Er ist hingefallen. Jetzt ist der Kopf ab. Hell yeah. Oh, tut mir leid. Nee, boah. Geil. Boah, der leckt sich hier durch die Toilette. Das habe ich auch gesehen, ja. So, warte mal, was kann man noch machen? Zeig mal. Nahkampf. Erhöht die Kraft und den Schaden mit einstumpfen Waffen.
Adrenalin ist das beste Schmerzmittel. Also mächtig ich resistenter gegen Schäden. Nein. Also ich habe mir eben gerade Haltbarkeit der scharfen Waffen erhöht. Also das Heilen und Überleben mache ich ja generell nicht. Verringt die Ausdauerkosten. Ja, das wenn dann, oder Haltbarkeit. Ja, ich mach mal den Schaden hoch. Ja, und ich sehe gerade, du kennst auch hier dieses Schild da oben, ne?